Ja, liebe KämpferInnen für eine soziale Stadt für alle, liebe Hausgemeinschaft der H48, ich bin Lorena von 23 Häuser sagen Nein. Nein, dann haben wir damals gesagt zu Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen, das wisst ihr alle, börsennotiertes Immobilienunternehmen und eine der größten Player auf dem deutschen, aber vor allem Berliner Immobilienmarkt. Im Mai 2020 ist Deutsche Wohnen in den DAX aufgestiegen und einen Monat später hat Deutsche Wohnen unsere Häuser gekauft, 23 an der Zahl. Das betraf 400 Wohnungen, 1000 MieterInnen und ungefähr 40 Kleingewerbe. Wir haben aus ganz vielen Gründen Nein gesagt. Deutsche Wohnen ist in dieser Stadt natürlich bekannt dafür, nicht die beste Vermietungspraxis an den Tag zu legen und durch hohe Marktanteile auf dem Berliner Immobilienmarkt natürlich auch Preistreiberin zu sein bei der Mietpreisentwicklung. Und auch, weil gerade der Aufstieg in den DAX und nicht wirklich Großes prophezeit hat, haben wir uns zusammengetan. Erst in den einzelnen Häusern, dann zusammen als Initiative, mit ganz klarer politischer Agenda. Und so geht es auch ganz, ganz vielen hier in der Stadt und so geht es auch euch. Ich stehe nicht machtlos da und denke so, ja gut, wird unser Haushalt verkauft, wir informieren uns dann nicht und was auch immer. Sondern ihr organisiert euch, ihr seid sowieso schon organisiert, aber ihr seid noch weiter, ihr trommelt in der ganzen Stadt zusammen, sucht gemeinsame Lösungen und bewegt euch sogar auf die Vermieterin zu mit einem Kaufangebot, was schon echt wirklich eine Nummer ist, dass das ausgeschlagen wird, ist ziemlich krass. Also wir haben es gezeigt, alle anderen Mietenproteste haben es gezeigt, ihr zeigt es und alle anderen, die noch kommen werden, und da werden noch einige kommen, wir akzeptieren das nicht einfach, was in dieser Stadt passiert. Wir wehren uns, wir ergreifen unser Wort, wir erheben unsere politische Stimme und wir ermächtigen uns selbst und werden immer lauter und werden auch immer größer, quasi als Bewegung, weil wir die rebellische Stadt sind und mit uns legt man sich nicht an. Und das muss auch so sein. Zusammen sagen wir nicht nur Nein zu Deutsche Wohnen, zu Achilles, zu Heimstaden, zu Chris Klobe, zu wem auch immer euer Haus gehört, gehören wird hoffentlich nicht euch, wie auch immer kaufen möchte, sondern wir sagen ganz allgemein Nein zum Wohnen als Ware und als Spekulationsgut. Und solange dieser politische Wandel nicht eingetroffen ist, solange streiten wir für Großflächenkommunalisierung, für Wohnen in Selbstverwaltung und damit auch für Wohnen als Grundrecht, als wichtigstes Gut des Allgemeinwohls und auch als wichtigste Basis unseres individuellen Lebens, das leider immer noch nicht selbstverständlich geschützt ist, wie wir dieser Tage ganz besonders sehen, wenn Menschen immer noch in Massenunterkünften untergebracht sind und dort am wenigsten vor Corona geschützt sind, wenn Menschen immer noch auf der Straße leben müssen und dort sterben und wenn dieses hochbeschworene Homeoffice letztlich einfach nur ein Privileg ist für alle Menschen, die geschützt leben können. Wohnen und Mieten ist der Teil des Lebens, in dem wirklich am wenigsten Umverteilung stattfindet. Erst vor kurzem, also mit der ganzen Enteignungsdebatte in dieser Stadt, hat man diese Eigentumsverhältnisse mal in Frage gestellt. Die Besitztümer an Immobilien und Grund. Und warum ist das so wichtig? Im Gegensatz zu diesem klassischen Arbeitskampf der ArbeiterInnenbewegung, wo die Frage, wem gehören eigentlich die Produktionsmittel und wie verkaufen wir unsere Produktivkraft, die immer dort gestellt wurden, haben wir das lange als gegeben hingenommen, dass jede Immobilie, jede Wohnung und ganz grundlegend jedes Stück Boden in diesem Land irgendwem gehört. Wir fragen uns ja nicht, wem gehört die Stadt, aber wir müssen auch mal fragen, wem gehört eigentlich der Boden. Das mag eine komische Frage sein, aber die ist wichtig. Warum ist diese wichtig? Weil uns dann mal auffällt, wie die Besitztümer verteilt sind und wie die Eigentumsverhältnisse in dieser Stadt verteilt sind und wie sie unser aller Leben bestimmen. Wer auf einem Parkplatz von einem Supermarkt sein Auto abstellt, ohne einzukaufen, darf doch abgeschleppt werden, denn der Parkplatz gehört irgendjemandem. In Bahnhöfen und in Shopping Malls, auf Wiesen und Wäldern gelten Benimmregeln und Verbote, die im Wesentlichen der festlegt, dem dieses Stück Land gehört. Wir können nicht an einem Springufer sitzen, weil da Bürogebäude vorgebaut sind und wir dürfen ein Stück Strand an einem See von einer Villa oder einem Hotel nicht begehen, weil irgendjemand das mal erworben hat. Das Dogma des Privateigentums im Grund und Boden beherrscht unbemerkt unseren Alltag. Und so richtig absurd wie die Erkenntnis, wenn man sich die Geschichte des Grundeigentums anschaut. Sobald die Menschen sesshaft geworden sind, haben sie sich zur Selbstversorgung ein Stück Land geholt, ein Haus in die Mitte gesetzt und ja, das war's. Ein bisschen Tauschhandel betrieben. Aber dann kamen halt eben noch andere Menschen, die sich aus irgendeinem Grund zu was Höherem befähigt sahen, als nur zu Ackerbau. Und sie wurden zu Unterdrückern und gingen zu diesem Stück Land hin und sagten, das ist jetzt mein Stück Land, gib mir was von deinem Ertrag ab, sonst hau ich dich kaputt. Und so langsam aber sicher stellen sich so Machtverhältnisse raus und Hierarchien, dinghaft gemacht am Bodenbesitz. Und die Geschichte des Aufteilens von Grund und Boden ist eine Geschichte von Herrschenden und Beherrschten. Und so setzt sich die Geschichte auch heute noch fort. Und da diese Geschichte so unglaublich alt ist und wir es einfach nicht anders kennen, nehmen wir das als gegeben hin, dass jedes Stück Land irgendjemandem gehört und dieser jemand darüber verfügen kann. Heute ist die Geschichte des Eigentums immer noch eine Geschichte von Herrschenden und Beherrschten. Und wir finden sie in diesem Fall wieder als VermieterInnen und MieterInnen.
Und diese Frage von Macht ist immer noch relevant, denn wer den Boden besitzt, kann bestimmen über das Leben der Menschen, die dort leben, wohnen, arbeiten. Die EigentümerInnen, die besitzen. Und mehr tun sie nicht, um ehrlich zu sein. Sie besitzen und sie verdienen daran. Und da wir verdammt nochmal im Kapitalismus leben, kann man diesen Boden auch vermarkten. Eine Brache ist eine Brache. Und sie bleibt auch eine Brache, wenn man sich 20 Jahre lang dazu entscheidet, nichts dort zu machen. Trotzdem passiert Folgendes. Liegt diese Brache in Friedrichshain-Kreuzberg und hat der Eigentümer diese Brache im Jahr 2010 gekauft, so konnte er sie im Jahre 2019 mit einer Wertsteigerung in 9 Jahren, mit einer Wertsteigerung von 1.587% weiterverkaufen. Leistungslos. Besitz führt zu mehr Besitz. Und das ist das Problem. Und bis heute hat sich dieser Fetisch vom Privateigentum überall in unserer kapitalistischen Gesellschaft manifestiert. Eigentum lässt sich monetarisieren. Eigentum befähigt zu verdienen am Leben anderer Menschen, die von diesem Eigentum abhängig sind. Ob im Alltag, in den Fabriken oder in der Pandemie durch die Pharmaindustrie oder eben in solchen Mietverhältnissen. Die Hierarchien von Reichen und Abhängigen bestehen. Und sie bleiben auch bestehen, wenn wir nicht endlich umdenken. Gerade einkommensschwache MieterInnen zahlen in dieser Stadt auch mal 40 oder mehr Prozent ihres Nettoeinkommens. Die Mietenbelastung ist super hoch. Politisch sagt man ja, die sollte ja nicht mehr als 30% sein. Aber auch 30% ist unfassbar absurd. Das ist fast ein Drittel dessen, was ich verdiene. Um Geld zu verdienen, nach Hause zu kommen, dort Reproduktionsarbeit zu leisten, um am nächsten Tag wieder fähig sein, arbeiten zu gehen und davon wieder ein Drittel für die Miete abzugeben. Es ist einfach wirklich absurd. Und deswegen stellt Wohnen noch immer noch so ein unfassbar krasses Armutsrisiko dar, gerade für ältere Menschen und gerade für armutsgefährdete Menschen. Und deswegen sollte Wohnen auch endlich und jetzt schließlich im Bogen der Teil sein, in dem am allermeisten Verteilung stattfindet. Und endlich neue Konzepte unterstützt werden, wie ihr das zum Beispiel vorschlagt. Das Dogma des individuellen oder unternehmensbasierten Privateigentums endlich überwinden und hinkommen zu einem kommunalen, genossenschaftlichen, selbstverwalteten, gemeinschaftlichen, solidarischen Konzept von Wohnen. Weg von Mieten für die Portemonnaies der InvestorInnen in Immobilienunternehmen, Briefkastenfirmen, auch nicht für die AnlegerInnen, hin zu einem Wohnen in solidarischer Gemeinschaft. Und zu unserem gemeinsamen Kampf gehört noch eine andere Sache. Die MieterInnen können auch die Verantwortlichen benennen. Es sind seitens der Politik wahnsinnig viele Fehler passiert, das ist kein Geheimnis. Wenn wir aber diese Fehler benennen können, dann können die ehrlicherweise auch irgendwann mal behoben werden. Und das fordern wir MieterInnen ein. Schützt endlich die Interessen eurer Stadtbevölkerung und nicht die der InvestorInnen, wie jetzt Giffey und Saleh herzlich willkommen zu den InvestorInnen sagen. Das sind nämlich die, die die Kieze, die Sozialräume, die politischen Freiräume und die Projekträume, die Kleingewerbe und eigentlich das ganze Leben dieser Stadt als Renditeobjekt verstehen und so bislang auch ungebremst nutzen konnten. Vor 30 Jahren fing die große Kapitalisierung des Wohnungsmarktes an, die Finanzialisierung, massenhafte Immobilienunternehmen aus städtischer Hand in private übergeben, für einen Apfel und ein Ei, weil das Land halt irgendwie Geld brauchte. Man hat Wohnung und Boden also den freien Markt übergeben und ja, Marktmechanismen, ihr kennt sie alle, wie sie wirken, jetzt sehen wir das, steigende Mieten, ständige Hausverkäufe, vor denen einfach berechtigte Angst bestehen. Und der öffentliche Sektor des Wohnungsmarktes hier in Berlin ist immer noch mit knapp 30% wesentlich unterlegen unter den 70%, die als Bestandswohnungen noch in privater Hand liegen. Das muss sich endlich ändern. Und das heißt, wenn 70% noch in privater Hand liegen, dann kann dort ungehindert verkauft werden, wenn der kleine Eigentümer oder der private Investor den Berliner Immobilienmarkt nicht mehr für rentabel hält oder dann denkt, ja, dann gehe ich nach Leipzig oder Frankfurt, da gibt es keinen Mietendeckel. Und wer kauft denn dann eigentlich? Der mit dem besten Angebot. Und wer macht das beste Angebot? Der, der sich vom Kauf die meiste Rendite verspricht. Und wie kommt er zu dieser Rendite? Logischerweise, indem er aus der Immobilie alles rausholt, was geht, als sei das eine Ressource, die man ungehindert abbauen könnte. Von den Konservativen und von den Neoliberalen hört man immer, ja, das beschwert euch schon nicht, Berlin ist ja nicht London oder Paris, ja, das soll auch nicht so sein, verdammt nochmal. Und deswegen werden wir Menschen auch alle laut und stehen zusammen.
Ja, aber leider ist es noch so, dass Berlin ein verdammt schöner, attraktiver Ort für Anlegerinnen ist. Man guckt Geld in Immobilien, man wartet kurz und kann fast leistungslos irgendwann das Doppelte, das Dreifache an Gewinn abschöpfen. Und das ist auch möglich, weil es keine politische Handhabe gibt. Man kann sich ungehindert breit machen. Klar, die eine oder andere Immobilie wird mehr kommunalisiert per Vorkaufsrecht und landet nicht in den Händen der Investoren. Im Gegensatz, es ist aber da leider ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es muss in Massen kommunalisiert werden. Je mehr Wohnungsbestand und Boden wieder in den Händen des Landes ist, desto mehr, oder in Selbstverwaltung, desto mehr Souveränität können die Bezirke auch wieder über die Stadtentwicklung vor Ort haben und damit auch für die Miet- und Immobilienpreisentwicklung. Und da sind wir uns alle einer Meinung. Deswegen wird jeder einzelne Mietenkampf wird zu einer großen Bewegung. Wir werden immer mehr, weil wir alle ähnliche Kämpfe ausfechten. Und wir denken alle, je kleiner der freie Wohnungsmarkt, desto geringer die Probleme mit den Mieten. Und noch ist es so, wer kaufen will und Profitinteressen verfolgt, der kann das auch ungehindert tun. Aber wir alle gemeinsam, deswegen stehen wir hier, deswegen stehen wir vor dem nächsten Haus und vor dem übernächsten Haus, wir sind weiter rebellisch, denn eines Tages wird sich das ändern. Denn, liebe Investorinnen, legt euch nicht mit Berlin an. Wir verdrängen die Verdränger. Ich hoffe, es wird Erfolg, auch im Namen einer Engel viel Erfolg für euren Kampf. Ich hoffe, es wird Solidarität. Vielen Dank! Und vielen Dank, dass ihr noch mehr geworden seid. Gleich wird die andere Straßen.